Klos steht voll auf Klose. Aufgrund des Nachnamens wurde aus Klos irgendwann Klose. Wir waren uns in der Spielweise sehr ähnlich. Ich habe ihm sehr nachgeeifert. In Bielefeld nennt keiner Fabian Klos. Fabian sagt keiner. Innerhalb der Mannschaft, Trainerteam, im ganzen Umfeld. Aus Klos wurde Klose. Auch auf dem Platz, Miro oder Klose. Einfacher wurde es dann noch mit Miro. Flankengeber Florian Dick und Fabian Miro Klos Klose zeigen noch mal, wie es geht. Ecke von Florian Dick und jetzt kommt Klos. Mit zwei Torschützen des Monats, also Florian Dick aus dem April und Fabian Klos aus dem August. Mit diesen beiden ein Tor des Monats nachzustellen, schwierige Situation. Wie soll es besser gehen mit Sneakern? Das müsste am Ball liegen, ja. Und nochmal! Oh, da ist es. Im Training einstudiert. Die Arminia stellt ihren besten Kopfballspieler an den 16er. War das Ding jetzt wirklich so einstudiert, wie das Tor gefallen ist? Teile davon waren einstudiert. Ecke von Florian Dick. Die Ecke von Florian Dick war verzogen. Der Ball sollte eigentlich auf Fabian Miro Klos Kloses Kopf kommen. Eigentlich war es ein schlechter Ball von mir, ja. Ja, gut. Aber ja, die man Kunst muss ja mal einen schlechten, einen guten Ball machen. Ganz genau, die Kunst ist aus Scheiße mal Gold zu machen. Oh, treffender geht's nicht. Lieber Miro, jetzt ganz offiziell die Übergabe der Medaille für das Tor des Monats. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Für geilen Ding. Danke dir. Ist aber noch nicht alles. Das ist noch eine kleine Überraschung. Okay. Schau dir das bitte mal an. Ich hoffe, du freust dich darüber. Fabian, hier ist der Miro Klose aus Rom. Krass. Ich habe dein Tor im DFB-Pokal gegen Sandhausen gesehen und muss sagen, zu Recht Tor des Monats geworden. Guter, schöner Volley-Schuss. Ja, geil. Wie ich gehört habe, hat der Florian Dick gezeigt, wie das gehen soll. Also nochmals, herzlichen Glückwunsch und vor allem Gesundheit in der neuen Saison. Servus aus Rom. Bisschen unwirklich gerade. Das ist für mich eine Riesenehre, weil er eben schon seit Jahren mein großes Vorbild ist und ja, das ist gerade Wahnsinn. Also, ein bisschen sprachlos gerade. Also, es macht mich natürlich einerseits stolz, andererseits, ja, wie gesagt, ein bisschen sprachlos. Ich kann ihm nur einen riesen Dank sagen und ja, ich freue mich wahnsinnig drüber auf jeden Fall. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Miro Klose.